sorry. Es hätte besser laufen können. Ja. Nächste Mal. Du bist aber ganz romantisch drauf heute, Junge. Es war wirklich ein Spiel auf ein Tor. Hoffenheim hat zwei Chancen, macht eine Bude. Wir haben gefühlt in der zweiten Halbzeit 5, 6 Hochkaräter, die wir machen müssen. Hallo Herr. Hi. Sie müssen ja auch schon Ihren Namen verraten. Sie mag dich, glaube ich. Aber wenn du das Scheißding nicht reinmachst, ne? Das ist in allen Belangen so, ne? Ja, dann kannst du keinen Treffer machen, ne? Oh! Schönen Abend. Und, alles klar? Ja, klar. Und bei dir? Ja, sicher. Ja, ja, super. Bademantel, Mensch. Du brauchst doch den Bademantel. Janosch Lehnert. Jeder weiß, Janosch Lehnert ist der Mann mit dem Bademantel. Jeder weiß es. Ja, das weiß ich. Was macht der Typ in Köln? Was macht der beruflich? Welchen Typ meinst du? Den Videoschiri. Wahrscheinlich ist er Videoschiri. Aber nur wahrscheinlich. Er meinte wahrscheinlich die Szene-App, wo Theo geschubst worden ist. Das war eigentlich ein klarer Elfmeter. Ja, ich meine, hätte man gewinnen müssen eigentlich. Hat man leider nicht gewonnen. Rashica eigentlich gut gespielt dafür, dass er dann das Tor nicht gemacht hat. Erklär's uns mal. Überragend, überragend. Ich fand, das Spiel war, in der ersten Halbzeit war das schon gut. In der zweiten Halbzeit war es besser. Ich sehe, Werder zeigt in der zweiten Halbzeit wieder mehr Fußball, mehr Gas. Und das gefällt mir. Ja, moin, moin. Ja, schade. Die letzten zwei Chancen, die hätte Bremen reinmachen müssen. Und dann wäre das 3 Punkte für Bremen gewesen. Vor allem die Chance von Miloš Rašić war sehr gut. Aber er hat den halt, keine Ahnung, wo er den hingestellt hat, was er da gesehen hat. Aber da hätten Bremen auf jeden Fall den Sieg klar machen müssen. Ja. Wir haben gut gespielt, unentschieden. Es geht alles in Ordnung. Ey, sorry, ich habe heute keine Zeit für ein Statement. Ich habe morgen Statistik. Dann machen wir das nächste Mal wieder. Dortmund! Was ist los? Von Deichstube? Ja, von Deichstube. Ich gucke tatsächlich den YouTube-Kanal ganz gerne. 1-1, ganz wichtiger Punkt, aber man kann dazu nichts sagen. Also Chancen bewerten, es hätten 3 Punkte sein müssen. Ja. Ich hab noch eine ernsthafte Frage. Also, war doch eben schon ernsthaft. Also ich finde, Bremen hat mega geil gespielt. Die Sendezeit geht gleich zu Ende. Leider. Geil, heute waren eigentlich 3 Punkte drin, aber... Ja, so. Werder hat ein gutes Spiel gemacht, also es war top. Hauptsache ein Punkt gegen direkten Gegner, war, alles war halt einfach nur schade, dass die beiden Möglichkeiten nicht genutzt wurden zum Schluss, aber an sich super geile zweite Hälfte. Also eben die Jungs haben Gas gegeben und die wollten ja, nur das Hauptsache. Aber darauf kommt es sich an, ja. Ein Bremen-Fan, der ist immer treu. Ja, Dito. Was wären Pferden? Wer Pferd? Was? Was hast du denn jetzt mit Waschbären, Kollege? Das hätte sowas von Elfmeter sein müssen, muss man sich drum streiten. Aber 3 Punkte leider liegen lassen, 1 Punkt ist 1 Punkt. Müssen wir mitnehmen. Sehr, sehr unglücklich. Normalerweise wäre da ein 4-1 für uns drin gewesen. Spiel auf ein Tor, würde ich sagen. Ne? Normalerweise hätte Werder hier gewinnen müssen, ganz klar. Ja. Nee, Coteos ist der andere. Ach so. Dann habe ich dich verwechselt. Dann bin ich mit dir zufrieden. Ehrlich gesagt fühlt sich an wie eine Niederlage, muss ich sagen. Warum? So viele Chancen, aber keine genutzt, Mann. Ja. Das ist 2 Punkte zu wenig. Sehr ärgerlich, auf jeden Fall, Mann. Hättest du gewinnen müssen, das Ding, 100%. Also wir hatten die Chance die letzten Minuten auf dem Fuß. Da fehlte das Tor. So einfach kann es manchmal sein. Ja, fehlt genau. Ja, genau. Ich möchte nochmal eben Sven Hanken grüßen, ja? Ja, Matter. Dankeschön, Deichstube. Ja, herzlich willkommen in der Deichstube. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, guten Rutsch. Ja, hat Spaß auch gemacht mit euch die Hinrunde. Und ich hoffe, dass wir... Ich glaube, in der Rückrunde werden wir mindestens genauso viel Spaß haben. Ich hoffe es auch. Und ganz liebe Grüße an meine Frau. Sie hat mich hier gesagt, wenn ich heute nach Hause gehe, lasst sie mich heute nicht wieder rein. Ich hoffe, sie lässt mich trotzdem wieder rein. So, ja, Männer, es ist wieder soweit. Es ist wieder soweit. Es ist wieder Weihnachten. Das erste Mal Werder. Ja, Leute, wir haben ein unglaublich intensives Spiel gesehen. Wir haben eine Bremer Mannschaft gesehen, die gearbeitet hat, die gekämpft hat, gerackert hat, aber die sich nicht belohnt hat am Ende. Jetzt haben wir einen Punkt, okay, nehmen wir mit. Und ich denke, die Rückrunde wird richtig geil. Jetzt fahren wir erstmal schön nach Leipzig. Machen einen klar. Das wird natürlich richtig schwer. Richtig, richtig schwer. Aber warum nicht? Wir haben heute alles gezeigt. Es fehlt am Ende, so ein bisschen fehlte das Glück. Wir haben alles richtig gemacht. Eigentlich war nichts verkehrt. Und jetzt wollen wir nochmal rangehen nach Leipzig. Und heute à la Bonheur. Unsere Jungs waren richtig stark. Jungs, seht zu, dass ihr die Rückrunde genauso macht wie die Hinrunde. Wir sind stolz auf euch. War super. Klasse. Schönen Abend. Schöne Weihnachten, guten Rutsch, bleibt gesund, das ist das Wichtigste.